Hey ho! Willkommen zu einem für diesen Kanal neuartiges Video. Und zwar habe ich mir vor kurzem mal das zum Zeitpunkt der Aufnahme frisch erschienene Cities Without Number von Cine Nomine Productions gekauft und dachte mir, ich gehe einfach mal in einem Video die Worldbuilding Tools durch, die das hier bietet. Weil es ist neu, da gibt es nicht viele Videos zu und es steht ja Phantom Liberty DLC Release bevor. Und da hilft es sicherlich im Algorithmus, wenn ich ein Video hochladen kann, das Cyberpunk in den Text stehen hat. Aber so eine Welt erstellen ist ja alleine ein bisschen langweilig. Man braucht ja für sowas immer jemanden, mit dem man Ideen abbouncen kann. Deswegen habe ich mir einfach einen meiner üblichen Spieler dazu geholt. Sag hallo, zweite Stimme aus dem Off. Hallo, hallo, hallo. Der Stefan hier, der Steve. Man kennt mich wahrscheinlich schon aus ein paar von den Videos. Bin normalerweise der Spieler bei Soikas Kampagne und diesmal bin ich ein bisschen zum Ideenbeisteuern mit dazugekommen. Jetzt. Wir nutzen für dieses Video die kostenlose Version. Einfach nur um zu zeigen, was man alles machen kann, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Denn all die Werkzeuge, die wir nutzen, sind hier drin. Ich habe, wie man sieht, natürlich auch die gekaufte Version, die Deluxe-Version, aber wir nutzen die freie Version. Und ich habe ja schon mal was vorbereitet, indem ich einfach mal das Kapitel, wo ist es? Ja, Creating Your Dystopia durchgegangen bin, in Vorbereitung, und mir die Überschriften rausgesucht habe. Wir überspringen hier am Anfang ein bisschen was, denn das sind so allgemeine Hinweise dafür, wie man so eine Sandbox-Kampagne erstellt. Jeder, der es neu hat oder neu als Spielleiter dabei ist, gerne durchlesen. Zwecks dieses Video überspringen wir das Ganze allerdings ein bisschen. Und gehen quasi direkt in diese drei Ebenen, die wir erstellen. Nämlich unsere Welt, unsere Stadt. Entschuldigung, rausgeschnitten. Nämlich unsere Welt, unsere Stadt und unseren Distrikt. Und das wäre mal so eine Sache, die ich gebraucht hätte, als ich damals Shadowrun geleitet hatte. Die üblichen Themen in so einer Cyberpunk-Geschichte. Aber das überspringen wir mal. Lest es euch gerne durch. Wir sind jetzt hier einmal bei Creating Your World. Bevor wir aber in die erste Überschrift gehen, frage ich meinen Spieler einmal. Magie in unserer Cyberpunk-Welt. Ja oder nein? Ich würde mal sagen, ja. Vielleicht so ein bisschen so im Clash mit der Technologie. Gut, behalten wir das mal im Hinterkopf. Also mehr so offen und plus minus weit verbreitet, so ähnlich wie in Shadowrun. Weil die anderen Überlegungen, die ich hatte, man könnte es auch als versteckte Welt machen, à la Harry Potter oder American Dragon. Oder man macht das als irgendwas komplett Neuartiges, was noch unverstanden und gefährlich ist, ähnlich wie in, ich glaube, Event Horizon ist sowas, ich habe den Film nie gesehen, aber ich kenne ihn per popkulturelle Osmosis, so grob den Inhalt. Event Horizon ist definitiv gefährlich und neuartig. Ist auch ein bisschen, ja, intrusive, also ja, von außerhalb eingedrungen in die Welt. Aber ja, das war eine sehr gute Idee. Jo, nehmen wir einfach mal dieses Neuartige und Fremdartige. Und behalten uns einfach im Hinterkopf für das weitere Worldbuilding. Dann, die erste Frage, die hier kommt, wähle ein Datum. Choose a date. Die drei prinzipiellen Optionen, die, streng genommen sogar vier Optionen, die es so vorschlägt, sind eine relativ nahegelegenes Jahr, ein relativ weit entferntes Jahr, was es einfacher macht, irgendwelche ganz skurrilen Neuartig oder Änderungen in der Weltzusammensetzung zu erklären. Man kann das Jahr bewusst vage lassen, à la 2000X. Oder man nimmt ein Jetzt-Jahr oder ein vergangenes Jahr und macht so eine alternative Realität. Quasi eine Cyberpunk-Zukunft, wie die 90er Jahre geglaubt haben, die Zukunft würde aussehen. Also diese 90er Jahre Zukunft à la Terminator-Style oder sowas in der Richtung. Ah, ich glaube, das wäre schon mal ein bisschen was Neuartiges, zumindest bei Pen and Paper. So ein bisschen, ja, es ist das Jahr 2022,
und aus einer fremden Welt ist ein Rift erschienen und Magie ist eingedrungen in unsere Welt. So ist in der Richtung. Jo, damit wir nicht mit der Corona-Pandemie rumhantieren müssen, sag ich mal, wir machen 2019 draus. Ja, ist besser so. Ich will nicht nochmal eine Kampagnenwelt anpassen müssen, deswegen. Das ist eine Referenz, die niemand versteht, weil es nur ich weiß. Leider. Zur Erklärung, in meiner Pathfinder-Welt, diese Nation der Sonnenelfen, die ich ja, deren Hauptstadt ich ja Azalux sich jetzt genannt hatte, war ursprünglich nach der äußersten Hülle der Sonne benannt. Das darf jetzt jeder gerne selber recherchieren, wie die heißt. Und wir gehen weiter in unserem neuen Setting, in unserem Cyberpunk-Setting, und wählen unsere globalen Probleme. Dafür gibt es hier eine Tabelle. Und ja, wir müssen zwei Probleme auswürfeln, oder auswählen, oder auswürfeln. Wir würfeln. Mhm. Und ich hole einmal hier einfach für die Würfel Foundry hoch und bitte meinen Mitredner einmal eben 2W20 zu würfeln. 2W20, kein Problem. Ja, eine 13 und eine 14. Gut. Ja. 13. Eine Seuche. Okay. Wollen wir doch 2020 draus machen. aber als Vorlesung der zum Vorlesen der Beschreibung. Wo ist es? Da. Plague. One or more global pandemics have culled humanity with a substantial percentage of the population dying off. Reservoirs of the sickness may still persist in isolated areas, and repeated waves of lesser virulence may still strike cities. Some particularly hard-hit regions of the globe may have been largely depopulated and might remain uninhabitable if the disease has found some natural animal host there. Also, ja. Krankheiten, die unsere Welt überrennen. Und das zweite ist Population Flux. Ich führe es eben rüber. Ja. Und da. The world is either drastically overpopulated or extremely underpopulated. There may have been a dramatic upswing in population growth after corporate and governmental efforts, leading to a world of packed ecologies and seaboard-wide megaplexes. All combination of disasters and despair may have left the world all but empty except for a few remaining population centers and the megacorps who fought over the human debris. Ja, im Zusammenhang mit der Plage würde ich mal sagen, unsere Welt ist definitiv unterbevölkert. Ja. Ich habe gerade eine wunderschöne Idee für eine Kampagne. Die formen sie gerade bei mir im Kopf. Wollen wir ja, als unser magisches Event einen neu erwachten Vampir-Virus? Ja, nee. Ich hab. Es ist super. Ich hab genau dasselbe gedacht. Ha, genau das gleiche. Ja. Ich meine, komm. Wenn wir schon sagen, ja, neuartige und gefährliche Magie. Ja. Und dann hat man schon Cyberpunk-Vampire. Ja, genau. Ganz okay. Ehrlich, wenn wir das auf Pathfinder ummünzen, dann kann man meine nächste Kampagne damit machen, weil das passt gerade zu schön. Ja. Du hast ja nichts. Okay, du kannst nächstes. Das gleich machen. Okay, wir nehmen ja. Das einfach. Ja, next. Wieder hoch, ich muss wieder hochscrollen. Dann, wir haben unsere globalen Probleme. Mhm. Es sind Vampire wieder aufgekreuzt, die die Welt drastisch, die Weltbevölkerung drastisch reduziert haben. Mhm. A la Legacy of Kain quasi. Ja, oder wer haben es gehört? Daybreakers. Cooler Film. Den kenne ich nicht. Dann, choose a regional focus. Also, auf was für eine Region fokussieren wir uns mit dieser Welt? Okay. Staaten, Deutschland, spezifisch Bayern, spezifisch Hessen, eher europaweit. Also, ich glaube, das Einfachste ist, wenn wir einfach sagen Deutschland. Ja, ich wollte schon sagen, ja. Man muss wobei es ja nicht zu kompliziert machen. Wobei ich sagen muss, so ein Vampir-Oktoberfest hat doch irgendwie was. Ja, die Details können wir gleich immer noch uns weiter überlegen. Ja, wir brauchen ja erstmal nur sagen, okay, wie immer so grob, bleiben wir bei Deutschland. Ja, ja, regionaler dann, Fokus Deutschland. Dann, was haben wir noch? Identify any superpowers. Does the world have any hegemonic superpowers or major regional leaders?
think about national governments at a stage and decide whether or not any of them are powerful enough to exert significant control on other major nations. Mm-hmm. Your choice of global problems may spell out an answer for you on this. You might have rolled the certainty of a global hegemon, or you might have found that out that your world is hopelessly balkanized. If the former is the case, pick a country and make a king. Don't worry about plausibility at this stage, as you reiteratively justify your choices when you write history. Ich würde mal sagen, da wir eine drastisch unterbevölkerte Welt haben, basierend auf unserer neu entstandenen Seuche, und ich würde das mal auch allgemein auf Untote erweitern. Zombies und Co. Wie genau das aussieht, können wir später immer noch legen. Aber wir können auch immer noch was rausschmeißen später. Ja, freilich. Also wie gesagt, drastisch unterbevölkerte Welt mit Vampiren und was nicht allem. Ich würde sagen, da hat es wahrscheinlich keiner Supermacht. Entweder das oder man sagt, die Untoten haben die Regierung entweder übernommen oder gestürzt, dass die praktisch so die Oberherren sind. Also entweder keine oder die Untoten selber, würde ich fast schon sagen. Aber ja gut, wir können auch beides mal nehmen und dann einfach am Schluss entscheiden und rausschmeißen, ne? Ja, okay, sagen wir, es gibt einen besonders einflussreichen Staat, der übernommen wurde. Welcher wäre das? Wer ist jetzt bei der Behandlung von Seuchen so richtig schlecht? Wie wäre es mit den USA? Ich bin dir drei Buchstaben voraus. Ja. Sehr gut. Okay. Die Vampire können sich doch einfach Bleiche einspritzen. Oder so ähnlich. Anyway, das hier ist keine politische Aussage. Natürlich nicht. Wir sind komplett unterpolitisch. Natürlich. Wir sind keine... egal. Gut. Wurscht. Wir haben eine... Warte. Das sind die United States of Undead. Okay. Die Usu. Weil sie umbenannt wurden. Okay, gut. Oder sind die... Bin ich froh, dass keine Werwölfe waren. United Undead. Für den Moment. Oh ja. Oh, cool. Name ist Work in Progress. Dann. Als nächstes soll man 5 Megakonzerne erstellen, indem man die Werkzeuge auf Seite 126 nutzt. Zwecks Video habe ich das mal auf 3 gekürzt. Das sollte im Moment ausreichen. Ja. Wir brauchen das ja nicht 100% spielbereit. Wir wollen einfach nur nachdenken. Ich klicke den Hyperlink. Greatling Megacorps. Ich habe das schon mal durchgelesen. Wir würfeln einfach auf diese Tabellen, die die Zuschauer sehen, aber meinen Mitspieler nicht. Wir brauchen von meinem Mitspieler einmal wieder nochmal wieder 2W20 erstmal. Und bevor du würfelst, Sekunde, gib mir einen Moment. Jetzt kannst du würfeln, dass ich Foundry wieder offen habe. 4 und 11. Okay. Der erste Wurf. Main Corp Focus, also der Fokus unseres ersten Konzerns. Welche Zahl war die erste? Moment, die erste war die 11. Die 11. Financial Services. Okay. So, dann das zweite ist der generelle Stil dieses Unternehmens. Was ist der zweite mit 20? Das war die 4. 4. Oh, das ist sehr schön. Kaltisch. Cultivating a richest kind of isolating devotion in its employees. Okay. Also thematisch mal passend. Da haben die Vampire die Banken übernommen. Ja. Oh, ja, das war eine gute Idee. Gut. Schauen wir mal, was weitergeht. Ich brauche jetzt nochmal 3W20 von dir. 3W20, okay. Warte kurz. Zu lang. Egal. Okay. Ich wollte das auch nochmal aufmachen. Na gut, okay. Dann. Was ist die erste? 19. Die besondere Stärke unseres Konzerns ist, they largely control an illegal good. An illegal good? Ja, eine illegale Ware. Oh, okay. Dann, das zweite wird 20.
Oh, ich komme gerade schöne Ideen. 13. 13. Die Recent Corporate Events. It spun off a major subsidiary corp. Also es hat einen Tochterunternehmen abgesponnen. Was ist der dritte Witz 20? Um unser Entschuldigung. 14. Die dritte Witz 20, um das aktuelle Ziel des Unternehmens darzulegen. Du sagtest 14? 14, ja. Steal a vital secret from another corp. Mhm. Okay. Okay. Dann. Für den Namen des Konzerns. Nochmal bitte 2W20. 2W20? Soll ich wieder warten? Ja. Ich vergesse immer, dass ich hier umschalten will, dass die Zuschauer auch die Würfel sehen. Okay. Du kannst. Okay. Das erste ist eine 15. Das erste ist eine 15. Political Group Name. Okay. Oh, ich habe eine schöne Idee. Und das zweite? Eine 2. Eine 2. Bank. Ja, der schreibt sie praktisch selber. Ja. Was machen wir denn für einen Namen für unseren Konzern? Ich würde vielleicht erst die anderen zwei auswürfeln und dann den Namen entscheiden. Okay. Und vor allem, was die genau machen. Weil dann kann man ein bisschen zur Geschichte spinnen, finde ich. Okay. Gut. Dann für Nummer 22 wieder. Also 2, 3, 2. Warte. Jetzt. Okay. Für unseren zweiten Konzern haben wir für das erste eine 9. Eine 9. Education. Okay. Das zweite ist? Eine 18. 18. Unreliable. Its product and tech. Ich glaube, da ist ein Schreibfehler. Anyway. Its products and tech prone to deniable but very real problems. Ich glaube, da fehlt ein R. Ja. Gut. Das war das. Dann wieder 3W20. Sobald ich ja das Ja gebe. Ah, ja. Okay. Das erste ist eine 1. Die Stärke. They're even richer than most corps. Huh. Okay. Oh. Bei mir spinnen sie gerade ein bisschen Gedanken. Netz auf. Dann, was ist das zweite? Das zweite war eine 11 wieder. 11. It crushes almost all its direct competition. It crushed. Also, das ist das. Es hat vor kurzem alle weiteren Konkurrenz ausgeschaltet. Oh. Das sind der Erziehung. Sechs. Das aktuelle Ziel eine 6. Inflict a PR disaster on arrival. Aha. Okay. Und dann Nummer 2W20 für den Namen. Kannst. 2W20. Also das erste wäre eine 9. Eine 9. Name of its industry. Okay. Plus, das zweite? Eine 13. 13. LTD. Mhm. Also quasi Education LTD. Mhm. Ganz simpel. So. Dann nochmal unseren Dreier. Ich schreibe es ganz kurz hier hin. Dann, der dritte. 2W20, Fokus und Stil. Du darfst. Oh. 2W13. Ja. Ich glaube, da müssen wir einen rerollen. Nö. Ja? Okay. Media und Entertainment. Als Fokus. Und Pandering. Acutely interested in good public relations regardless of its act. Als Stil. Okay. Dann okay. Kommen wir jetzt wieder die 3. Die 3 mit 20, ja.
Oha. Eine 14 für die Stärke. They're viewed as protectors by a group. Das klingt für mich bisher schon nach der Vampir-PR-Maschinerie. So ein bisschen, ja. Was Also ist sagen wir das so, zweite, was ist das kürzliche Event? Reden wir gleich drüber. Also ja, der zweite. Vier. vier. It has serious problems with the local government. Okay, und das aktuelle Ziel? Ne 1. Smash a particular rival corporation. Ja, da, kopieren. So. Dann brauchen wir nochmal 2W20 für den Namen. Das erste wäre eine 16. 16. Ein Portmanteau. Gesundheit. Und das zweite? Eine 8. Nach. Gilt. So, was genau ist die Definition eines Portmanteaus? Ein Kofferwort. Mindestens zwei morphologisch überlappenden Wörtern. Was könnte man da machen? Was? Die Wollen wir nochmal die genau Vampmentainment die. gilt. Also aus Vampir und Entertainment wird Vampmentainment gemacht. Okay. Oder? Folgendes, du siehst ja, was ich schreibe. Oder du kannst, wir könnten es statt Undead dann Ja. Undertainment nennen. Oder Entertainment. so. Oder so, genau. Okay. Ja, wir machen Entertainment. Wie sagt man das? So. Undertainment, ja, genau. Entertainment. Die Genau. Entertainment gilt. Undertainment gilt. Ja, warum nicht? Ah, schön. Okay. Wollen wir dann die Geschichte machen oder Ja, konzentrieren wir uns auf Sekunde. die Megakonzerne erst? Vielleicht noch einen Namen für den ersten, das sollten wir noch hinten anschieben. Stimmt. Political Group Name plus Bank. Können wir es vielleicht Bloodbank. umdrehen? Warum Und nicht einfach sagen, Bloodbank? wir haben ja jetzt hier quasi ein Erziehungsding, was untoten PR verursacht. Und untoten Media, dass wir hier die United Human Bank draus machen. Ja, wollte ich schon sagen, dass das so ein bisschen die Rivalenorganisation zu den anderen zwei ist. Bleiben wir mal dabei. Ja. Und es würde auch dieses Religiöse erklären, dass sie es halt extrem nicht den Vampirkult, sondern extrem in Religionsrichtung gehen, um so als Schutz vor den Untoten. Das ist ein bisschen Van Helsing-Style, ne? Ja. Ja. They largely control an illegal good. Was wäre jetzt bei so einer Vampir-Untoten Welt, was wäre dann illegal good? Wahrscheinlich so Holy Water oder irgendwas. Silber. Stimmt, Silber! Sehr gut. Hey, das macht bei einer Bank sogar Sinn. Ja, für Ja. dein L. Ja. It's spun off a major subsidiary core. Dass vielleicht so einen von den beiden sich abgezweigt hat, als die Vampire übernommen haben. Oder dass sie von der Oder wir sind einfach ganz bescheuert. Und wir nennen es nicht United Human Bank, sondern Catholic Bank oder sowas. Und es haben sich Katholik, nicht Katholik, Christian Bank
Und es haben sich halt Katholiken und Protestanten abgespalten in zwei Unternehmen. Okay. Ja, ja. Erneut, keine politische Aussage. Wir machen einfach, wir spitballen einfach mit dem, was wir hier bekommen haben. Ja. Oder? Oder dass praktisch die Bank so als Front ist und in Wahrheit sind es halt so Untotenjäger, dass einfach genannt wird für diese Untoten, dass man wirklich einfach nennen Bloodbank. Und in Wahrheit sind es halt Untotenjäger. Wenn Silber kontrolliert, ja. Wenn es öffentlich wäre, öffentlich bekannt ist, würde es wahrscheinlich zu Streitereien bringen mit den neu übernommenen Untoten. Eventuell haben sie deswegen, um da diesen Silberstreit von sich wegzubekommen, ein Minenunternehmen oder so ein Minenunternehmen abgesponnen. Ja, gut, also es gibt in der Nähe von Deutschland, in Österreich, gibt es eine Silbermine. Also das ist nicht so weit weg. Also macht definitiv Sinn. Ja, dann schreibe ich hier einfach mal nicht Minenbau, sondern Bergbau rein. Und ja. Gut. Und das Geheimnis ist dann eventuell, dass sie eine Alternative zum Silber suchen oder herausfinden wollen, warum Silber funktioniert, dass sie bessere Alternativen bauen können, weil ihnen eventuell das Silber langsam ausgeht. Das könnte sein, weil die Untoten sämtliches Silber, das sie finden, zerstören oder sonst irgendwas in die Richtung. Ja, oder halt sie sorgen halt dafür, dass es nicht recycelt werden kann. Und horten es in Müll und was nicht. Ja. Gut. Den Rest können wir eigentlich erstmal so stehen lassen und im Hintergrund behalten, was wir hier haben. Wir können aber nochmal hochschauen. Denn, jetzt wenn ich immer wieder hochscrolle, das ist jetzt der nächste Punkt. Wo haben wir es? Lalalala. Da, wir haben jetzt unsere drei Megakonzerne erstellt. Jetzt heißt es Right History. Und da gibt es hier eine Handvoll Fragen. Die habe ich hier auch schon mal reingeschrieben. Die erste Frage, what was the main cause of the current global problem? Muss man da würfeln oder selber das überlegen? Muss man jetzt tatsächlich selber überlegen, da gibt es kein Ding zu würfeln. Okay. Where were the seeds planted and what event most characterized their inception? Also. Hoppala. Ich wollte das Wo und das Wie quasi. Wo sind in unserem Fall die ersten Vampire aufgetreten? Und wir müssen uns zurückbedenken, wenn das aktuelle Jahr in unserer alternativen Realität 2019 ist, muss das auslösende Event ja nochmal deutlich früher geschehen sein, damit sich die Welt zum aktuellen Standpunkt entwickeln konnte. Ja, ja. Das heißt, ich schreibe hier auch nochmal ein Wann rein. Es gab doch vor einigen Jahren, haben es doch bei CERN es geschafft, dass für ein paar Sekunden ein kleines schwarzes Loch erstellen, nicht wahr? Also so minimalst und für bloß so eine Zehntelsekunde. Was wäre, wenn da einfach was schief gegangen ist? Und statt einem schwarzen Loch ein Portal in eine andere Welt entstanden ist. Eine Welt, in der die Untoten ihre Welt praktisch schon komplett zerstört haben. Und die dann zu uns eingedrungen ist, sind, weil keiner mehr dieses Portal schließen konnte. Also, und CERN ist in der Schweiz. Also ja, Schweiz. Allerdings, wenn du überlegst,
unsere Supermacht, die wir angegeben hatten, sollten die in den Staaten sein. Ja. Das heißt, der Rest wäre quasi auseinandergefallen. Okay. Wir hatten ja gesagt, dass die Supermacht von den Untoten, schrecklichen Vampiren, übernommen wurde und die die primäre Supermacht sind. Okay, ja, dann münzen wir es halt einfach auf die Amis um, dass die versucht haben, auch entweder Kernfusion oder ein schwarzes Loch zu generieren, aus Gründen, schiefgegangen, Portal, Vampire Empire. Ich meine, ich persönlich bin immer vorsichtig damit, solche in der Regel relativ harmlose, aber doch wichtige Forschung zu verteufeln. Deswegen wäre ich fast dazu überlegt, das Ganze komplett abstrus zu machen und zu sagen, wir nehmen, wie heißt das? LLC? Diesen, womit sie die Gravitationswellen wahrgenommen haben. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich weiß nicht, was es heißt gerade. Ja. Ja? Ja, und das ist eben irgendwie mit den Gravitationswellen, die absolut harmlos sind und nichts machen und nirgendsweise keine Energie enthalten. Deswegen kann man die, finde ich, so ein bisschen abstrusieren und in Anführungszeichen verteufeln. Dass es da irgendwie zum Resonanzeffekt kam, der entsprechend die Gravitation erzeugt hat, in kurzzeitig Gravitationsschub erzeugt hat, der für den Bruchteil einer Sekunde eine nackte Singularität erschaffen hat oder sonst irgendwas, was dann dazu geführt hat, dass Portal und Co. Jo. Aufgetaucht sind. Jo. Ja, freilich. Jetzt will ich ganz kurz schauen, wie hieß das Ding? LIGO. LIGO war's. Large Interferometer Gravitational... Da steht's ja. Nee, Laser Interferometer Gravitational Observatory. Hier. Wann war LIGO? Wann war dein... 2016. Okay. Ja. Hatten sie auch 2016 die Gravitationswellen dann wahrgenommen? Direkte Messung von Gravitationswellen. Wo? Warte, Sekunde. Gerade selber am Überfliegen. Ja, dann machen wir mal 2016 draus. Dass das Ganze 2016 geschehen ist. LIGO. Gravitationswellen Resonanzeffekt. Gravitationseffekt führte zu nackter Singularität. Und so eine Singularität hat die Eigenheit, dass die Physik da einfach nicht funktioniert. Und ja, da gab es letztens ein kurzgesagt Video dazu, was ganz interessant war. Und daraus resultierte Physik brach ein, Portal entstand. Das liegt in Kalifornien, oder? Also es sind zwei irgendwo im Orte. Süden. In Livingston und Hanford. Okay. Ja, das eine. Ich habe sie halt auf Wikipedia auf der englischen Seite eine Karte. Ja, aber wenn ich draufklicke, verschwinden die Punkte. Also es ist nicht Kalifornien, sondern es ist, ich glaube, da oben ist Washington und es da unten. Könnte noch in Louisiana liegen, das sehe ich nicht genau. Aber gut,
Frag mich nicht, ich kenne mich mit amerikanischen Staaten null aus. Dann ist das nicht so relevant. Okay. Nee. Ja. Eins ist Washington, eins ist Louisiana, steht da drin. Ja. Auf der Weg wieder. Gut. Aber an sich ja wurscht. Wollen wir das Jahr noch ein bisschen nach hinten schieben, wenn wir jetzt als Startjahr für unseren historischen Wechsel 2016 knapp, gewählt haben? Dann gehen wir aber ein bisschen in die Zukunft und sagen einfach mal 2040. Ja, passt. Dann haben sie ein bisschen Zeit gehabt, weil ich meine, innerhalb von drei Jahren, glaube ich, das wäre ein bisschen kurz. Ja. Und bis dahin hat sich das Ganze noch so halbwegs stabilisiert. Mhm. Dann. Hier, dass es auf einer Seite ist. So. How did the major powers react to the problems at first? What national response or megacorp reaction was most dramatic or famous? Einsatz von Atomwaffen. Würde ich sagen, die most dramatic. Aber von wem? Also, da bin ich noch nicht so ganz mit dabei. Okay. Sagen wir so, es ist also die Überlegung, okay, diese Untoten werden immer mehr und immer gefährlicher. Irgendwann sagt aber höchstwahrscheinlich irgendeine der Atommächte, okay, fuck this, wir schmeißen mit Atombomben. Consequences be damned. Aber ja, freilich. Muss ja nicht, muss man ja nicht mehr. Man kann sich ja was anderes überlegen. Das wird halt eine Kettenreaktion nach sich ziehen. Oder man sagt, okay, die Vampire haben die Bevölkerung vor den USA dann so sehr unterwandert, dass dann ein Vampir als Präsidenten gewählt haben. Das war dann so das Oh-Fuck-Event. Dann hätten wir dann den Übergang, okay, wie kommen diese Megakonzerne zustande, wenn die Menschen nur am Drücker sind, aber wenn die Vampire ganz oben stehen. Ne? Ja, aber das kommt ja später, quasi. Okay. Das ist jetzt quasi die erste Reaktion. Direkt die erste Reaktion. Okay. Erste Reaktion. Also, es ist quasi hier die Wissenschaftskonversation in den USA gibt halt an, hier LIGO ist aktiv, aber bevor die Gravitationswellen gemessen hatten, wusste ja quasi niemand, was es damit auf sich hat, was es das überhaupt gibt. Ja. Und auf einmal macht's Bumm, beziehungsweise das merkt man ja wahrscheinlich auch kaum, dass da irgendwas war. Ja. Beziehungsweise hat es einen Bumm gemacht, als das passiert ist. Kommt drauf an, ob Energie frei wird oder sonst irgendwas, weil wenn das nicht passiert... Ich meine, da wir von irgendeinem Gravitationswellen-Resonanzeffekt irgendwie sagen, könnte es ein globales Erdbeben gegeben haben. Könnte sein, ja. So. Ganz ehrlich, dieses eine LIGO ist so nah am Meer, das könnte vielleicht sogar irgendwie einen kleinen Tsunami ausgelöst haben. Ja. Ich schreibe das mal hier oben drüber. Ja, klar. Wir liegen beide relativ nah am Meer, meine ich. Wenn man mal schaut, halt an unterschiedlichen. Ja, aber das Livingston liegt ein bisschen noch näher dran. Ja. Globale Erdbeben plus Flutwelle. Allerdings, ich fühle mich jetzt gerade an Half-Life erinnert. Ne? Genau. Das heißt, wahrscheinlich haben sie es erstmal versucht zu unterdrücken. Dass überhaupt irgendwas war. Ja. Das erstmal Armee hingeschickt, haben gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Ja. Beziehungsweise, ja. Ich fällt gerade irgendwie hinaus, dass das globale Erdbeben hat wahrscheinlich massive Naturkatastrophen nach sich gezogen. Nicht nur Flutwellen, sondern auch noch weitere Katastrophen.
Ciao. Et al. Und das hat dazu geführt, dass die Großmächte das Ganze erstmal verheimlichen konnten. Also die eine Großmacht, die zu dem Zeitpunkt Zugriff drauf hatte. Nee, das ist das Kurzzeichen gewesen. Und halt Militärbasis. Und wenn sie da eine Militärbasis erstmal in dieses Portal rumbauen, die sind ja wahrscheinlich sofort rausgekommen, die Untoten. Nee. Oder wenn dann sind vielleicht erstmal ein paar Zombies rausgeschickt worden. Ja, ja. Und eventuell konnten sie dadurch erstmal so das Militär unterwandern und dann irgendwie zum Coup sagen oder sowas. Schreiben wir das erstmal so hin. Ja. Verheimlichung Militärbasis. Ja. Wenn wir das wirklich spielen wollten, müssten wir uns jetzt mehr Gedanken machen, aber für den Moment reicht das, glaube ich. Ja, klar. Das ist ja jetzt bloß einmal eine grobe Skizze. Ja, wie hat die Gesellschaft angefangen, auf das Problem zu reagieren? Also ich glaube, wenn jetzt in den Nachrichten käme, in den USA ist ein Portal entstanden, aus dem Untote rauskommen, ich glaube, die erste Reaktion wäre Panik. Und die... Du weißt, wieso teilweise auf Corona reagiert wurde. Ja. Seit Corona gibt es den Scherz, dass auf einmal Zombie-Apokalypsen alle realistisch sind, weil die Menschen wirklich so dumm handeln. Ja. Wahrscheinlich würden sie es ignorieren. Wenn du mich fragst. Also. Stimmt. Da heißt es irgendwann, irgendwer schreibt auf Reddit Post, hier, ich bin Soldat, bin in Washington stationiert, wir haben hier ein fucking Portal. Und die Leute halten das für die nächste Dings da, Captain Marvel Trailer oder so. Ja. Oder wie nennt man das? Viral Marketing. Ja, sowas. Ja, ja. Das heißt, also, wahrscheinlich haben sie es ignoriert, dass es zu spät war. Ja. Ignoriert oder es gab so Spinnen im Internet, die alles angezweifelt haben, ne? Wann war der Sturm auf Area 51? Weißt du das? Sagen. Nee, nicht auswendig. Aber für was geht's Google? Sturm. Eine Gruppe ruft zum Sturm auf Area 51 aus 2019. Hey! Ja. Ne? Ja, super! Oh, das passt ja super. Ja, die Sache ist nur, halt in Area 51 wurde nichts von dem Zeug gelagert. Deswegen war das komplett verschwendet. Allerdings, wir hatten ja 2016 gesagt, bis 2019 ist da ein bisschen was durchgesickert. Informationen sind durchgesickert. Fälschlicher Sturm auf Area 51. Und daraus können wir jetzt auf die nächste Frage kommen. Who obtained the most advantage from the problems? Dass dieser Sturm auf Area 51 in dem Fall ein bisschen härter ausfiel als einfach nur so eine Party von ein paar Leuten. Und dementsprechend irgendwie wie nennt man das? Martial Law erklärt wurde oder wie es auch immer. Also Militär hat davon profitiert, weil sie halt mehr Rechte bekommen haben, um das einzudämmen. Und das könnte auch hier mit der Education zusammenfallen, unserer Education-Unternehmen, dass es halt irgendwann das Militär, das zu dem Zeitpunkt bereits von den Vampiren untermauert war, angefangen hat, eben ihre Propagandamaschinerie zu starten und daraus als also halt alle andere in die Schulen gegangen ist, die einen Lehrplan modifiziert hat und manipuliert hat und am Endeffekt
quasi als einziger Erziehungsbeauftragter überblieb. Denn wir haben ja Recent Event, it crushed almost all its direct competition. Ja. Dass sich die umgewandelt haben zu, von einem richtigen Militär zu so einer Art, ja, privaten Söldnerorganisation für die Vampire. Und gleichzeitig ihre Hype-Beasts. Ihre PR-Menschen. Ich möchte nochmal betonen, das hier ist nicht politisch. Das ist alles Blödsinn, den wir reden. Natürlich. Wir wollen hier keine Aussage treffen. Oder keine politischen Aussagen treffen. Nee. Anyway. Ich meine, wir haben schon die Banken nicht zu den Blutsaugern gemacht. Also, ja. Wie auch immer. Ist egal. What initial reaction felt most dramatically? Ja, der Sturm auf Area 51, würde ich sagen. Ja. Haben wir eben schon geklärt. Ja. Dass das quasi der Anfang vom Ende dann war. Ja. How did your country fail to deal with the problem? Also spezifisch. Indecisiveness, würde ich sagen. So diese Unentschlossenheit zu handeln. Ich glaube, das trifft am besten. Ja. Politische Debatte darüber, ob die Würde des Menschen auch für Vampire gilt. Und ab wann ob ein Zombie ähnliche untote Kreaturen nicht auch Menschenrechte haben. Weil sie sich ja nur bewegen und offensichtlich was wahrnehmen. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Ja, und bis man dann in der Bürokratie sich irgendwas sich auf irgendwas einigen konnte, war halt die Bevölkerung schon so weit, dass es halt nicht mehr relevant war, beziehungsweise es war halt schon rum und vorbei. Ja. Menschenrechte für Untote gelten. Jo. Darüber, komm mal. How did the problems become institutionalized? Ja, Übernahme. Ja. Ja. Übernahme der Macht durch die Vampire. Schrittweise und. Und weil das Militär mit den Vampiren unterwandert war, weil die halt direkt im direkten Kontakt standen über das Portal, konnten sie halt die Reaktion blockieren. Jo. Why can't creation last? Die Menschheit wird immer weniger, weil sie von den Untoten aufgefressen und von den Vampiren ausgesaugt werden. Und wenn nichts mehr Menschen da, nichts mehr Futter, Untote fallen um. Gut. Dann haben wir mal stetig fortschreiten das Aussterben. Ja. Menschen. Dann haben wir unsere Geschichte geschrieben. Die Probleme haben wir. Dann geht es jetzt an die Stadt. Pick Your City. Die Optionen, die Vorschläge, die das Buch macht, sind: Man wählt eine Stadt, die alle Spieler gut kennen. Alternativ wählt man eine Stadt, die keiner gut kennt, damit man einfach machen kann, was man will. Oder man erschafft eine komplett neue fiktionale Stadt. Ich würde sagen, wir definieren jetzt einfach mal fiktive Stadt. Jo. Und schauen dann, was dabei rumkommt. Da müssen wir jetzt für Zwecks dieses Videos nicht näher diskutieren, was die Stadt genau ist.
Dann, choose your problems, die Probleme der Stadt. Wir brauchen jetzt zwei Probleme für unsere Stadt. Und dafür brauche ich von dir 2W100. 2W100? Ja. Okay. Warte mal kurz. Ja, kann ich? Ja. Okay, das erste wäre eine 56. Messianic Leader. Ah. Ich suche kurz die Beschreibung raus und lese es vor. A tremendously charismatic leader rose to control the region, marshalling a vast following of zealous adherents who were convinced that their fondest dreams would be made real. If the leader is now dead or gone, their cause has been embodied in some institution or faction determined to carry out their grand plan, regardless of its cost to other locals. Okay. Jetzt sind wir filmmäßig von Daybreakers zu Matrix gekommen. Fast schon. Das zweite war eine 2. Ja. Anarchie. Oder Anarchie. Macht Sinn. Anarchie. The region has spent some time in a state of ungoverned lawlessness, a condition that might still persist. Local authority rests with those who can provide resources or who can bring violent force to bear. Numerous would-be governmental groups fought to lay claim to the area, and very harsh arrangements might be tolerated so long as they bring a modicum of social order to people's lives. Folgender Vorschlag. Ja. Die Stadt wird von irgendeinem religiösen Anführer gegründet, der hier eine, der hier halt, Dicke mit der United Human Bank war und halt gegen die Untoten vorgehen wollte, aber der ist jetzt vor kurzem gestorben, was zur Anarchie führte. Ja, so ungefähr haben wir das auch vorgestellt. Gut, Karte überspringen wir. Dann pick the major corps. Da haben wir jetzt nur 3. Und nachdem, was wir eben schon gesagt haben, der hauptprimäre Konzern, der hier aktiv ist, ist die United Human Bank. Während halt die anderen Konzerne, also quasi das ist halt, wir könnten sogar fast sagen, dass der Konzern hier in dieser neu gegründeten Stadt ihren Hauptsitz hat. Und wenn die Bank irgendwie religiös angehaucht ist, könnte der Messi, Nick, Leader, eventuell sogar der Gründer des Unternehmens sein. Und der, also von einer selbst gegründeten Gruppe von Untotenjägern kommt und jetzt praktisch das Ganze gegründet hatte, um eine öffentliche Front auch darzustellen. Dass das Ganze ein bisschen seriöser aussieht. Man könnte sogar sagen, nicht bloß vor kurzem gestorben, sondern vor kurzem von den Vampiren umgebracht. Oder so. Mysterio ist gestorben. Ja. Die Spieler wissen nicht, was da passiert ist. Die Stadt weiß es auch nicht. Dann haben wir so ein bisschen ein Mysterium, was man eventuell machen könnte. Allerdings, im Zuge der Anarchie, konnten jetzt die anderen Konzerne, die Vampirkonzerne, auch ein bisschen anfangen, Fuß zu fassen. Ja. Die haben so das Versprechen von ewiges Leben und was nicht. Ja, genau. Und ewiges Leben, Stabilität. Braucht. Ja. Weil es halt, dadurch, dass halt ihr Anführer gestorben ist, haben halt viele die Hoffnung verloren und sagen dann, okay, bevor wir von Untoten oder von Zombies gefressen werden, werden wir lieber zu Vampiren oder irgendwas. Sowas. Dann haben wir das. Dann geht's jetzt an die Distrikte.
Normalerweise heißt es hier, ich glaube, wie viele Tricks soll man erstellen? 3 bis 5. Wir erstellen jetzt einfach nur mal den Startdistrikt, wo die Spielere dann theoretisch anfangen würden. Okay. Dann Building Your Districts. Choose District Trades. Die haben wir hier. Dafür wären wieder 2W100 fällig. Und du darfst würfeln. Mhm. Eine 48 fürs erste. Impending Doom. Okay, ich habe so eine Vorstellung, was die damit meinen. Aber mein Kopf, in meinem Kopf läuft jetzt nur ab, dass es nicht das normale Doom halt stattfinden will, also dass das nicht kurz am Untergrund steht, sondern dass kurz davor steht, dass die Situation wie in den Doom-Spielen abläuft. Impending Doom. The district's main industry is about to die. Its criminal kingpin is on his deathbed. Two equally powerful gangs are about to go to war. Or some other rapidly approaching reckoning threatens to throw the district into chaos. Everyone knows it's going to happen soon, and everyone's trying to make the friends and settle the scores necessary to survive it. Halten wir es im Hinterkopf. Geht gleich schön ineinander über. Dann das zweite ist eine 95. Utility Lack. Was? Ein Mangel an Utilities. Utility Lack. Some critical public resource is very difficult to obtain in the district. The water supply may be limited, the power lines might not be accessible, or the public network may be down. Those who control access to these resources have power here, and much residential conflict involves obtaining these necessities. Das passt super. Und zwar durch den Tod von dem Messianic Leader ist so ein bisschen der Kampfgeist gewichen des Ganzen, und deswegen haben die untoten Zombies, Vampire immer mehr Fuß fassen können und sind kurz davor, diesen District komplett zu überrennen. Und Utility Lack, ihnen fehlt einfach der Zugriff auf Silber oder ähnliche Waffen, um die immer größer werdenden untoten Horden abzuwehren. Ich hätte das fast ganz anders gemacht. Es fehlt einfach an Wasser, okay. An sauberem Wasser. Und alles Wasser, das zur Verfügung steht, weil die Untoten brauchen das nicht. Und es ist halt einfach nur noch verseuchtes Wasser, weil irgendwie hat einer der Konzerne einen Haufen Zombies ins Klärwerk geschmissen oder so ähnlich. Und jetzt ist halt einfach das Wasser verseucht. Ja, oder sie sind einfach reingefallen. Ja. Und haben das Ganze dann so als Wasserleichen vergiftet. Konflikt zwischen Menschen und Untoten steht kurz vor Eskalation. Dann haben wir nämlich beide Interpretationen von Doom drinnen. Es fehlt an Wasser. Leeranlage durch Zombies verreicht. Alter Schwede, allein durch das bisschen kann man sich schon 3 bis 4 Quests überlegen. Ja, das kommt gleich. Dann nächste Frage. Building a district. Choose the district government. Wer regiert streng genommen in diesem Distrikt? Wieder auswürfeln oder wir selber? Das müssen wir selber aus. Wir würden uns überlegen. Also theoretisch steht hier, man kann 3 Regierungs-NPCs erstellen. Dann stellen wir doch erstmal einfach mal einen Regierungs-NPC. Ja. Habe ich das? Ich hätte eine Idee. Sekunde. Dafür gibt es auch wieder eine Tabelle. Achso, okay. Ich habe hier, glaube ich, da noch die Sache für den NPCs stehen. Hoppala. Normaler Text. So, hat er das so komisch. Heute normaler Text.
das trägt Bürgermeister, ich nenne es einfach Bürgermeister. Wir wissen, was damit gemeint ist. Für den brauchen wir jetzt 1, 2, 3, 4 W20. 4 W20, okay. Kann ich? Ja, warte. Jetzt kannst du. Ja, ich hab's schnell im Kreis gemacht. Okay, das erste ist eine 19. Das erste ist eine 19. Die Stärke unseres Bürgermeisters ist seine Willenskraft. Driven to obtain the aim with tireless, ferocious determination. Eventuell könnte es also noch Nachkomme des Anführers der Stadt oder des Gründers der Stadt sein, der ja, hier jetzt gerade noch quasi die Stellung hält. Versucht zu retten, was zu retten ist. Ja, genau. Das haben wir mal überlegt. Dann, zweite, Virtues or Qualities auf die NPC. Notable NPC Virtues or Qualities. Drei. Cherishes an idealistic dream. Ja, idealistic dream, ja. Ich meine, es ist eine Cyberpunk-Welt. Das heißt, Polizei und alles ist korrupt. Ganz anders als in der Realität. Ich wiederhole, es gibt keine politischen Nachrichten in diesem Video. Und er ist halt quasi... Das heißt, diese Korruption hat sich halt natürlich auch noch in diese... von der Bank finanzierte Monsterjäger-Gilde reingeschlichen. Und er hält halt immer noch an den alten Idealen fest. An diesen, ja. Und versucht quasi, der Bürgermeister ist quasi noch der Gute in diesem Ganzen und versucht halt quasi wirklich zum Willen der Menschen zu handeln. Der eine nicht korrupte Politiker in der gesamten Stadt, quasi. Genau. Dann, NPC Personality Flaw. Nummer 6. Easily led astray by a pretty face. Okay. Unser Bürgermeister, wie heißt er? Castlevania, Belmont. Trevor Belmont. Okay. Unser Bürgermeister Trevor Belmont. Ja. Kenne ich. Dann, das nächste. Das aktuell größte Problem, das unser Bürgermeister hat. Eine 11. Eine 11. They're being pursued by a dire nemesis. Dracula. Ja, oder so. Kill all the Belmonts. Und dann zum Schluss. Current NPC desires. Also was verlangt gerade, was will er gerade haben? Dann meinen W20 würfeln, weil ich habe bloß 4 gewürfelt. Ja. Da hab ich dir einen zu wenig genannt. Mach doch nichts. Jo. They want to acquire a different job. Okay. Okay. Er ist irgendwie in diese Bürgermeisterrolle geraten. Möchte aber als Idealist eigentlich Chef der Monsterjäger-Gilde werden. Ja, oh ja, genau. Oh, das war jetzt sehr gut. Um eben da wieder die Korruption rauszutreiben. Ja, oder halt, um direkt an der Front zu sein. Der hat es nicht so mit der Verwaltung. Ja. Jo, oh mein Trevor Gott. Belmont als Bürgermeister, kann ich mir vorstellen, dass das nicht funktioniert. Nee. Dann muss ich wieder hochscrollen. District Government. Wir haben jetzt nur einen Regierungsoffiziellen. Oh. Eigentlich müsste man 3 erstellen. Für uns reicht das erstmal. Ja. Dann, Define the local gangs. Ich habe ja schon mal vorbereitet. Wir machen mal 2 lokale Gangs. Eigentlich soll man 3 erstellen. Wir bleiben bei 2. Hier brauchen wir von dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 W20. Einfach mal alle auf einen Schlag. Für die erste Gang. Du darfst. So. Okay. Ja. Fürs Erste. Ja. Was ist das Erste?
Die Haupteinkommensquelle dieser Gang? 16. 16. Petty Theft. Okay. Ja. So. Nee. Konntest du nicht richtig markieren. Ja, da braucht man nicht, da braucht man nichts dazu sagen. Dann, was ist der generelle Stil der Gang? Die 13. Die 13. Pretentious. Overly, overtly seeing themselves as their turf's government and local rulers. Okay. Ja, machen wir den Rest weiter. Die Stärke dieser Gang. 20. Der inexplicably lucky. Huh. Christliches Event. 12. 12. The gang changed the crime focus. Ja. Aktuelles Ziel. Aktuelles Ziel ist eine 15. Intimidate the locals with some atrocity. Okay. Und für den Namen, der erste wird 20? 15. 15. Physical Trait. Ja. Plus der zweite. 14. 14. Pack. Sind das die Werwölfe? Ich wollte es dir selber sagen, aber eigentlich ja. Dann nehmen wir es für. Ja, gut. Das waren ursprünglich Werwölfe, die hier halt gelebt haben. Und ursprünglich haben sie halt Grabraub und Leichengedöns. Sich um Leichengedöns gekümmert, damit sie halt Fleisch bekommen. Hier sind Auftreten der Vampire und anderen Untoten. Wurden sie aber halt so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und, ja, als das Harry Pack oder das Fairy Pack. Oh. Ja. Work in Progress. Wenn du einen besseren Namen hast, bring ihn vor. Und jetzt wollen sie halt ihre Stärke irgendwie präsentieren, um so ein bisschen Druck gegen die Vampire zu machen. Ja. Die Menschen sind dann halt im Kreuzfeuer gefangen. Zwischen der Gang und dieser Werwolf-Gang und den Regierungsvampiren. Ja. Oder den Konzernvampiren. Und in der Mitte hast du die Regierung von den Menschen. von Belmont. Oh. Ich schreib das nochmal hier auf. Ganz ehrlich, je mehr man das durchgeht, desto lieber möchte man in der Welt tatsächlich eine Kampagne spielen. Holy shit. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Dann, zweite Gang, die hier aktiv ist. Nochmal 7x20. Mhm. Kann ich? Ja. Okay. Alles klar. So. Haupteinkommensquelle dieser Gang? 14. Merkwork. Also Söldnerarbeit. Söldnerarbeit. Könnten das die ehemaligen Fußsoldaten des Messianic Leaders sein? Meine Idee war gerade, dass das halt eine unter unserem Bürgermeister organisierte loyale Monsieur-Gruppe ist. Ja, oder so. Das geht auch. Schauen wir mal, was der rechts gibt. Ja. Der Stil. 4. 4. Degenerate. Okay, oh weh. Favoring self-destructive enjoyments and decadent indulgements. Es sind nicht die Loyalen, es sind die Korrupten. Es sind die Abtrünnigen. Ja. Die desillusionierten. Die korrupte Gruppe. Mhm. Die Stärke der Gang? 7. 7. They have a fearsome reputation. Ja, als Monsterjäger. Definitiv. Recent events? Warte mal kurz. Das war jetzt 16.
16. They acquired members with a rare skill. Könnte sein, dass sich diese Gang ursprünglich, war die Gang halt irgendwas anderes, aber hat sich jetzt mit den etwas korrupteren Monsterjägern zusammengetan. Ja, dann, entweder das oder sie haben sich den neuen Anführer gesucht. Kann das sein. Aktuelles Ziel? 5? 3. 3. Avenge some slight by another group. Ja, kurz. Der vorherige Anführer ist getötet worden. Jo. Eventuell von den Werwölfen im Zuge ihres Einschüchterungsversuchs. Ja. Weshalb sie sich mit den alten Söldnern zusammengetan, den Gruppen Söldnern zusammengetan haben. Ja. Um jetzt eben einfach blutige Rache zu nehmen, statt die Menschen zu beschützen, was sie eigentlich tun sollten. Ja. Dann, der erste für den Namen. 7. 7. Leader's Name. Also der Name des Anführers. Okay. Plus, was ist das zweite? 9. 9. Gang. Wow. Sehr kreativ. Ja. Ganz, ganz ehrlich, wir machen jetzt eine Alliteration. Wir nennen jetzt Gabriel's Gang und aus. Weil die ehemaligen Monsterjäger, die haben so ein bisschen mit heiligen Namen gehabt. Als Hufzeichen. Dann haben die Lokalgang. Okay. Welcher von unseren drei erstellten Konzernen ist der primäre Hauptkonzern in dieser Region? United Jung Bank. Haben wir ja gesagt gehabt. Es ist in der Stadt. Das könnte ja sein, ja, da wir in den Konflikt zwischen den Menschen und den Vampiren hier haben. Ach so, in diesem spezifischen Distrikt einer der Vampir-Konzerne Fuß gefasst hat. Stimmt, oh ja. Und stimmt. Dann würde Education LTD passen, da die eben It Crushed Almost All the Direct Competition als Recent Event hatten. Ja, stimmt. Hey, das passt super. Und schon ein bisschen so als Vorreiter, dass sie die lokalen Menschen ein bisschen indoktrinieren schon. Ja. Ja, das. Gut. Dann define local fixers. Hier sollte man, glaube ich, wieder 3 erstellen. Ja, normalerweise, wenn man 3 erstellen, dann darf man wieder würfeln. Wir erstellen nur einen Fixer. Mhm. Brauche ich von dir. Okay. Einen Würfel von jeder Art. Also einen W4, einen W6 und so weiter. Okay, du kannst einfach unten einfach vom W20 anfangen, klick, 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 alle einmal anklicken. Okay. Und dann einmal auf Würfeln klicken und du darfst auch würfeln. Okay, 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 okay. Dann schauen wir mal. Okay, der W4 sagt 4. Okay. How established are they? Nummer 4, they've been a face here for ages. Das heißt, dieser Fixer, also der Typ, von dem in den Jobs kommt, war schon immer hier. Okay. Dann, Sekunde, hat das T nicht richtig mitkopiert. Ich nehme den Kursiv raus. Dann, der W6, what's the basic background? Ich muss das nochmal sagen, weil hat man noch blinken gehört. 5. Hacker Associated Info Broker. Aha. Info Broker. Okay. Dann, der D8. What kind of clients do they prefer? Die Nummer 3. Locals with problems to solve. Also ein alteingesessener Held des Volkes. Ja, ja. Könnte so einer der alten Garde vor dem Messianic-Leader sein, vielleicht. Nee, ist er ein Hacker? Also wahrscheinlich irgendein Whistleblower. Ja. Von Anno dazumals. Ja,
Ich meine, es ist nicht so weit in der Zukunft. Ja. Ja. Eventuell hat er irgendwann mal eine Interaktion mit einem der Untoten und altert deswegen nicht so schnell. Wie auch immer. D10. Why are they used by operators? Operators ist 9. Der Name für Shadowrunner in diesem System, quasi. Okay. They can find work for unemployable ops. Also, er findet wirklich für jeden Arsch noch Arbeit. Okay. Und Arsch in dem Sinne auch für die sich nicht gut anstellen. Okay. Es ist super, wenn die Leute die Spinnen schlecht würfeln, beispielsweise. Welche schlechten Gerüchte existieren bei ihnen? 2. They take bad clients on. Es geht das Gerücht um, dass er mit Vampiren Geschäfte gemacht hat. Ja. Eventuell, weil er noch so jung aussieht. Das könnte gut sein, ja. Er ist 50 Jahre alt, schaut aber aus wie irgendwie Mitte 20. Dann, der wird 20. Style and or manner of presentation. 17. Clothes cut to suit scars, slow and labored. Okay. Er schaut jung aus, aber er ist irgendwie kampfgezeichnet. Ja. Klingt sinnvoll, also. Ja, doch, da wohl einer. einer von den ganz frühen, die damals versucht haben, eben. Die damals noch das Portal beschützt hatten. Bevor alles vor die Hunde ging. Und weil er halt als Whistleblower auf ihn abgezählt wurde, musste er dann halt fliehen. Mhm. Ist gerade so entkommen. Ja. Wie man sagt, ja, mit Scars und Slow and Labor. Und ich bin jetzt hier, wollte ursprünglich halt hier entsprechend den lokalen Menschen helfen. Ist deswegen auch mit der Bank gekommen. Aber weil er halt quasi an Ground Zero war, so lange, hat er halt irgendwie metaplanare Energien oder was auch immer aufgenommen, weswegen er so langsam altert, weswegen die Leute glauben, er arbeitet mit Vampiren, weil er halt, oder er ist selber ein Vampir oder was auch immer. Mhm. Obwohl das nicht stimmt. Mhm. Dann. Mhm. Distriktkarte und Name überspringen wir. Ja. Und dann kommen wir zu dem Teil, den ich mir damals während der Shadowrun-Zeiten wirklich gewünscht hatte. Missionen erstellen. Normalerweise soll man zu Beginn oder vor der ersten Kampagne 5 sogenannte Schemas oder Schemes, nicht Schemas, Pläne, Schemes erstellen und zu jedem Scheme einen Missionsbook. Wir machen nur ein Schema, Facts Video, ist ja schon lang genug. Dieses Schemes, wer World Without Numbers oder Stars Without Numbers kennt, die Schemes übernehmen in diesem System quasi die Rolle der Fraktionen und dienen dazu, dem Spieler halt so einen groben Plan zu geben, was in der Welt passiert, damit die Spieler halt auf Dinge reagieren können. Schemes existieren in verschiedenen Maßstäben. Ihr seht das ja gerade hier im Video. Mein Mitredner sieht das nicht. Wir erstellen einfach ein District-Level-Schema. Das besteht aus dem Start, 3 Meilensteinen und einem finalen Ziel. Und die Textbeschreibung gibt das so her. Man beginnt mit dem finalen Ziel und arbeitet sich von dort hinten hoch. Und das können wir wieder würfeln. Das finale Ziel unseres Schemas, beziehungsweise, bevor wir das würfeln, wessen Schema wird das? Schema einer Gang, das Schema eines Konzerns, Schema unseres Bürgermeisters. Ich würde fast schon sagen, machen wir es doch von der Seite der in Anführungszeichen Bösen, und das ist das Schema des Konzerns, der hier Fuß gefasst hat, der Education LTD. Die Intrige.
Intrige ist, glaube ich, ein besseres Wort als Schema. Ja, Intrige. Also vier, das war das Falsche. Add your Passion Hell. Didi. Gut, dann. Gib mir einen W20 für das finale Ziel in diesem, in dieser Intrige. Okay, hoffentlich macht's Sinn, bitte. Fünf. Fünf. Enrich the membership. Brauchen wir es? Ich finde es gerade nicht. Nee, da ist es. Da ist es doch. Make life substantially better for members of the group or followers of the schema. Through additional income, more public influence or generally more comfortable life. Many small local organizations might strive for this few succeed. For this few succeed. Okay, also das finale Ziel würde ich fast sagen für die, die wollen die lokalen Menschenpopulation als, ja, als Bloodbank benutzen. Ist ja in Rich sozusagen, also dass die für ihre Vampir-Oberherren die Nahrung beschaffen. Sie wollen in dem Distrikt Blutspende verpflichtend machen. Oder so. Quasi ausgedrückt, dass sie halt wirklich ein Ziel haben. Ja. Ihr ultimatives Ziel ist es, der. Beziehungsweise. Ja. Verpflichtende Spenden. Für die Bewohner. Also, dass sie quasi die Bevölkerung dazu zwingen können, ihr Blut abzugeben für die regierenden Vampire. Jo. Dann. Hier. Meilensteine. So. Um das Ziel zu erreichen, bräuchten Sie dafür einen Meilenstein, der eher auf Ressourcen basiert, auf der Beziehung mit NPCs oder auf Geschäfts. Auf dem Geschäft. Ah. Da gibt es nämlich diese drei Tabellen, auf denen wir für die Meilensteine befunden können. Okay, dort dann heraus. Ja, einen von den drei müssen wir uns jetzt aussuchen. Also, okay. Ressource, NPC oder Business. Ich würde sagen, um das machen zu können, müssen Sie ja Druck auf den Bürgermeister ausüben können. Das heißt, wir bräuchten einen NPC-related Milestone. Ja. Dann Würde ja so. hauen wir 20 raus. Aha. Sechs. Sorry, ich habe kurz was getrunken. Sechs Macht nichts. ist Frame someone for a crime. Okay. Wollen Sie hier? Ihr Ziel ist es quasi, okay, um das Ziel mit den Blutspenden zu machen, wollen Sie den Bürgermeister ersetzen durch einen von Ihnen, durch Ihren, Ja. durch einen loyalen Person. Und dafür müssen Sie ihn natürlich erstmal durch mit einem Verbrechen, ihm ein Verbrechen anhängen, damit er abgesetzt werden kann. Ja, sicher. Ja, macht definitiv Sinn. So, was für einen Meilenstein bräuchten wir dann davor, um die Methodenmöglichkeiten zu haben, um das machen zu können? Ich würde fast sagen, eine Ressource. Wir bräuchten irgendeine Ressource oder müssen irgendwie an eine Ressource kommen. Ja, definitiv. Also Oder sie müssen entweder irgendwas zu. machen, um die notwendigen Ressourcen zu haben, um ihm das Verbrechen sicher angreifen zu können. Oder um. Sie brauchen die Ressourcen, um Dingens. Um Äh, Leute die zu Polizei zu schmieren. schmieren, genau. Ja, genau. Okay, was wäre die Alternative nochmal zu den Ressourcen?
Entweder nochmal NPC oder Geschäft. Nein, eher Ressourcen, glaube ich. Ja. Okay, nochmal W20? Ja, aber Moment, ich schreibe das eben noch auf. Brauchen Ressourcen, also, um Polizei zu bestechen. Polizei, Schrägstrich, Justiz. Bestechen. So. Können, denn die Finanzen ist ja, die haben wir noch, liegen immer noch in der Hand, in den Händen der Menschen. Ja. Dann würfel den W20. Eine 8. Erase incriminating data on some server. Okay. Die Überlegung, die ich jetzt habe, ist, wenn wir zu Meilenstein 1 denken, in Meilenstein 1 haben sie versucht, irgendein neues Geschäftsmodell aufzustellen. Wir würfeln für den Meilenstein 1 auf Business, auf Business Related Milestones. Mhm. Aber irgendwas ist dabei schiefgegangen. Und das wollen das jetzt würde halt das Geschäft komplett ruinieren. Also irgendwas ist da, wäre dabei komplett schief gegangen. Warte. Mhm. Meine Überlegung war jetzt, dass die Daten löschen müssen, damit das Geschäft geschehen kann. Okay. Damit sie die Ressourcen bekommen. Weil sonst würde halt ihnen von Bürgermeister das Geschäft komplett abgedreht werden. Und sie könnten das nicht durchziehen. Ah, okay. Ja, schauen wir mal, was der W20 sagt und dann können wir da ein bisschen weiterspinnen. Ja, wir würfeln für Meilenstein 1 einmal auf Dingens, Business-Related Milestones, wir würfeln mit 20. Und dann schauen wir, was da rumkommt. Eine sind 10. Coerce or by positive reporting on the product. Ja, macht das Sinn. Die haben praktisch lokale, keine Ahnung, Wissenschaftler oder sonst irgendwas bestochen oder intimidated, dass sagen, ja, Blutspenden ist gut für blau, weiß der Geier. Irgendjemand hat das Ganze aufgedeckt, wenn jetzt sogar der Bürgermeister selber, will das Ganze dann, beziehungsweise die wollen das dann Ganze bei ihm löschen und ihm dann als unter anderem Rache dafür auch noch was anhängen, dass er dann aus dem Weg ist. Die Idee, die ich jetzt hatte, die haben irgendwie ein falsches Gegenmittel oder eine falsche Vampirimpfung auf den Markt gebracht oder halt über irgendwelche Tochterunternehmen auf den Markt gebracht. Mhm. Teuer verkauft, funktioniert überhaupt nicht, hat keinen Nutzen. Und damit eben, weil sie damit eben das Geld machen wollten, um dem Bürgermeister das Ganze anzuhängen. Mhm. Und gleichzeitig nutzen sie das halt auch, um Dingens. Wollen sie das? Also, das soll ja noch passieren. Also, sie wollen diese falsche Impfung erschaffen und auf den Markt bringen, um damit Geld zu verdienen, dass eben der Bürgermeister, dass eben dem Bürgermeister irgendwas anhängen können. Und eventuell können sie damit dann auch noch die Kampagne starten, um eben Unmut gegen den Bürgermeister zu starten, weil so er das alles erlaubt hat. Also wieso er erlaubt hat, dass dieses falsche Produkt, diese falsche Impfung auf den Markt kommen konnte. Und sie bringen erst diese falsche Impfung auf den Markt, löschen dann alle Daten, die zeigt, dass sie damit zusammenhängen, und schieben es dann dem Bürgermeister in die Schuhe. Und wenn sie den Bürgermeister haben, können sie ihren eigenen einsetzen und diese Mandatory Blood Donations reinkriegen. So. Hört sich gut an. Machen wir. Dann, wenn wir das Schema für sie haben, der erste Plot Hook, Missionshook. Welcher Seite ist das?
Creating a mission. Wir brauchen jetzt 2 Missionstags. Mhm. Und dafür brauche ich von dir gleich wieder 2W100. 2W100. Die haben aber sehr, sehr ausführlich ihren Missionsdesign. Heilige Scheiße. Okay, das erste wäre eine 16. Biological Weapon. Okay. Das zweite ist? Eine 62. 62. Lost Treasure. Okay, ich bin da leider nicht ganz mitgekommen. Das ist jetzt die erste Mission für die Spieler oder die Mission, für das Scheme? Das ist die Mission, also quasi Education LTD heuert die Spieler an, um diese Mission durchzuführen, damit sie ihre Intrige vorantreiben können. Okay. Also die Mission ist das, was wir nachher den Spielern vorsetzen. Das könnt ihr wählen und das und jenes müsst ihr machen. Okay. Diese Missionstags, das sind jetzt wieder so umfänglichere Dinge, die einem Ideen für Enemies, Friends, versteht C nochmal, Complications, Things und Places bietet. Da kann man sich dann mal Ideen raussuchen. Aber irgendwas mit einer biologischen, in irgendeiner Art und Weise ist eine biologische Waffe in dieser Mission im Behalten. Und ein verlorener Schatz. Ich suche gerade das Ding, das ich dir nochmal zeigen könnte. Lalala, das ist eine lange Liste. Bin dran vorbei. Da haben wir es. Ja. Meine erste Idee ist... Schauen wir erstmal, was der nächste Teil ist, denn als nächstes müssen wir den Missionstyp auswürfeln. Wo haben wir es? Da. Dafür bräuchte ich von dir einen W10 und du darfst würfeln. Zwei. Espionage. Stealing a secret. Also, die Spieler müssen irgendwas ausspionieren. Also, irgendein Geheimnis sollen die Spieler erlangen. Wir könnten natürlich... Die Spieler müssen ja nicht nur von Education LTT angeheuert sein. Sie können angeheuert werden können, um die Intrige entgegenzuwirken. Ja, ja. Dann, gib mir doch nochmal einen Wurf von jedem. Also einen Wurf von jedem Würfelturm. Okay. Dann können wir die Details für die Mission noch ein bisschen näher bestimmen. Ja. Der also W4. D4 sagt eine 2. How obscure is the secret? Also, wie geheim ist das Geheimnis? Eine 2 ist, it's known to a small circle in the group. Okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr schöne Idee. Schauen wir erstmal weiter. D6. Why can't they get it themselves? Also, warum kann der Auftraggeber dieses Geheimnis nicht selbst erlangen, sondern braucht unsere Shadowrunner, unsere Operatives. Was war der W6? 2. They tried and failed and bringing down heat on them. Also unser Auftraggeber hat es schon mal versucht, in dieses Geheimnis ranzukommen, ist dabei aber gescheitert und jetzt wird er beobachtet. Was ist der W8? What kind of threat puts up the job? Also was für eine Art von Finanzgeber? Von wem kommt dieser Job? Auch wieder eine 2. A traitor looking to profit from the inside. Aha. Der W10.
What profit will it give to a thief? Also welchen Profit 9. könnte der Dieb davon erhalten? Eine 9. It grants access to an invite-only business. Okay. Dann, was ist der bei 12? Why is it guarded information? Sagt es... 11. Okay, warum wird diese Information beschützt? 11. It would be humiliating to a major figure. Und der W20, der Twist 9. in der Situation, eine 9. 10, 19. Achso, 19. Der Twist in der Situation, 19. It's really just a pointer to the real data. Okay. Oh. Also, ich habe Idee. Wir sehen jetzt schon, also die Daten, die sie brauchen, die sie suchen sollen, deuten dann auf die eigentlichen Daten. Ja, der Twist ist, was unsere Spieler nicht wissen, die Daten, die sie sammeln, zeigen ihnen erst, wo sie die Daten für das eigentliche Meeting finden. Mhm. Und irgendwas passiert dann in diesem Meeting, was wichtig ist. Okay. Oder die eigentliche, das eigentliche Geheimnis zu finden ist. Okay. Sollen wir mal das Pferd von hinten auf, wer der Auftraggeber ist? A traitor looking to profit from the inside. Ich würde fast sagen, dass das ein Vampir ist, von dieser Educational TD, der die Mutterorganisation hintergehen will und selber profitieren will, aus Gründen. Vielleicht weil er selber gemerkt hat, es gibt zu viele Vampire oder einfach, ja, einfach Menschen helfen will. Man weiß es nicht. Aber ja, grundsätzlich die Idee, Vampir-Verräter. Will er vielleicht der neue Bürgermeister werden? Könnte auch sein, ja. Und hier jetzt Druckmittel für das Unternehmen suchen. Dass er Druck auf seine Chefs machen kann und sagen, hey, ja, wenn ihr die Daten löscht, ich habe die Daten immer noch, weil er irgendwie in dieses geheime Meeting gekommen ist und es aufgenommen hat oder sowas. Ja. Und wenn ihr nicht mich zum Bürgermeister macht, veröffentliche ich das. Mhm. Mhm. Okay, der Lost Treasure sind halt dann die Daten. A biological weapon ist die falsche Impfung. Ja. Würde ich sagen. Ja gut, für ihn ist es ein Lost Treasure. Dass das vielleicht irgendwo ein 2040 Äquivalent von USB-Stick gibt, der irgendwie verlegt worden ist und die Runner dann auftreiben sollen. Ah. Ja, irgendwo vor Jahren haben die Vampire mal ein Codewort überlegt, mit dem man in dieses Meeting rein kann. Mhm. Und das haben sie halt irgendwo aufgeschrieben. Und dieser Zettel, auf dem es aufgeschrieben ist, ist verloren geworden, gegangen. Mhm. Und jetzt braucht er diesen Zettel, um das Codewort zu erhalten, um da reinzukommen, weil die unsterblichen Vampire das nie geändert haben. Stimmt. Ich meine, die sind unsterblich. Wenn man sehr alt ist, hat man auf sowas keinen Bock mehr. Es ist kein Zettel, es ist ein Pergament. Ja. Aus Menschenhaut. Oder sehen wir es da. Und dann das typische Passwort, Doppelpunkt. Das. Mit einem S. Zum geheimen Meeting gibt. Ja, das sind halt Vampire natürlich, halt geheime Meetings. Natürlich. In irgendeiner Gruft. Öffentliche Meetings wäre ein bisschen komisch. Ja. Gut. Wo sie dann besagte falsche Impfung diskutieren. Ja. Und deswegen ist weit halt auch nur die Oberriege, wo dieser Zettel zu finden ist. Die Chefetage. Und, was unsere Spieler halt suchen, ist irgendeine E-Mail,
wenn der irgendwer geschrieben hat, wo er diesen Zettel verlegt hatte. Ja. Oder wo der Zettel zum letzten Mal zu finden war. Das ist eine alte E-Mail, wo das Pergament zu finden ist. Schatzkarte. Ja. Es ist eine Schatzkarte im Tresor irgendeines reichen Vampires. Ja. Das zu lösen, einem verrät wurde. Ja. Also da findet. Okay. Da gibt es schon einiges. Also da kann man schon da was mit machen. Da gibt es bestimmt einiges. Ja. Okay. Ja. How obscure is the secret? Small circle passt. Ja. Why can't they get it? Ja. Er hat selber schon mal probiert, hat von seinem Chef auf den Deckel gekriegt, ja, dass das nicht seine Angelegenheit ist. Okay. Profit. Ja, invite only. Ja. Got information. It would be humiliating to a major figure. Ja, wenn halt rauskommt, was die planen, wäre das ja ein ziemlicher Schlag gegen die Vampire. Ja, definitiv. Ja. Ja. Genau. Dann theoretisch könnte man damit jetzt was machen. Da müsste man jetzt ja natürlich noch ausarbeiten, sich mehr Details zu überlegen. Da bietet es leider keine Dings, weiteren Hinweise. Allerdings kann man natürlich hier bei den Tags dann wieder sich die weiteren Hinweise suchen. Wir könnten jetzt zum Beispiel bei Lost Treasure, wenn wir uns überlegen, wo finden die das, dann gehen wir auf Lost Treasure hier und schauen einmal nach Places. Und was kam da so für Beispiele? Collapsed Facility where it was stored. Dangerous Zone of Radiation or Toxins surrounding its hiding place. Maze of Buildings in which it is hidden. Ja, so eine alte, labyrinthartige Untergrundkrypta, die Vampire hier gebaut haben. Ja. Und damit haben wir das schon mal. Also da kann man dann hier reingehen und sich entsprechend Dinge und Überlegungen suchen, um dann die Mission weiter auszubauen. Ja. Und dann hat das Ganze hier auch noch, da war ich eben gerade, gehe mal zurück, ja, Vorschläge, wie man sowas weiter ausbaut. Das müssen wir jetzt aber nicht rübergehen. Das muss man dann machen, wenn man spielen will. Ich habe die Seite eben offen. So, ja, kannst du mal sich anschauen oder dann selber lesen. Und dann hast du hier noch eine Liste, wie man das dann am besten durchspielt. Das ist dann hier. Alles sehr nett und hilfreich. Empfehle es zu lesen, auch wenn man das System nicht nutzt. Und ja. Dann habt ihr Zuschauer jetzt einen kurzen Einblick bekommen. Wenn mit der Videoaufnahme alles funktioniert hat, wenn es nicht gleich noch irgendwie Probleme gibt. Aber ja, ich glaube, wir haben da was Lustiges zusammengebastelt. Definitiv. Also das macht direkt Lust auf mehr. Bin ich ganz ehrlich. Aber ja, ich würde an der Stelle einfach das Video beenden. Mehr können wir gerade nicht machen. Und meine Stimme fängt an zu versagen. Was trinken? Ja, habe ich schon. Also. Aber ja, ich scroll noch einmal auf den Anfang. Dritte Bild. Cities without Numbers. Besorgt es euch. Oder nicht. Ich kann natürlich nichts zwingen. Aber mit der Sache sage ich die üblichen YouTube-Verabschiedungen. Like, comment and subscribe. Leckt einen Kometen und unterschreibt. Bye.